eine Marathonzeit soll es denn werden? Na, ich bin schon mal vor 4 Jahren einen Marathon gelaufen, da habe ich 3 Stunden und 17 gebraucht. Morgen würde ich gern um und bei 3 Stunden laufen. Wow, das ist eine schöne heftige Zeit. Also, hast du dich wirklich viel drauf vorbereiten müssen, oder? Ja, ich meine, das ist erstmal mein Ziel, aber auf jeden Fall. Also ich habe ordentlich Kilometer gebolzt seit London. Und sag mal, wie viel? Was bedeutet das? Wie viele Kilometer werden das? Ja, ich habe mich so langsam gesteigert. Am Ende bin ich so fast 100 pro Woche gelaufen. Okay, gut. Okay, ja, und jetzt wieder zurück zum Segeln. Was soll es denn werden jetzt in Zukunft? Bleibst du nämlich auf 49er? Auf jeden Fall. 49er war eine super Zeit und soll auch weitergehen bis Rio, also bis zu den nächsten Olympischen Spielen, auch zusammen mit Hannes. Und ich freue mich schon auf die nächste Saison, da werden wir wieder ordentlich angreifen. Was hältst du denn von solchen Events, auf denen du jetzt gerade bist hier, dieser Club-Kampf? Ja, das war eine schöne Zeit. Ich war mit Katrin Kahlbach auf dem Wasser, wir sind auch ein kleines Rennen gefahren. Drache ist natürlich eine ganz andere Sache wie der 49er. Das ist ein bisschen, muss man sich genauer positionieren. Ein bisschen altmodischer, aber es ist ein tolles Segeln. Also viel Spaß gemacht und insgesamt möchte ich mich auch in den nächsten 4 Jahren breiter aufstellen, mehr unterschiedliche Sachen machen. Zum Beispiel Marathon laufen, aber auch mal Drachen segeln oder Motte, Laser. Wir werden sehen, was alles kommt. Aha, Motte, das ist ja interessant. Soll es das wirklich werden? Schon wirklich Interesse dran, auf so ein Ding mal zu steigen oder schon mal drauf gewesen? Ja, ich war auf der Motte von Hannes Peckold schon mal in Kiel unterwegs und das hat mir super viel Spaß gemacht. Ich liebäugle schon länger damit, aber vor den Olympischen Spielen war einfach nicht genug Zeit. Ich hoffe, dass ich das in den nächsten Jahren ein bisschen ändern kann. Laser-Weltmeisterschaft. Willst du mitsegeln? Oder? Ja, nächstes Jahr im November im Oman. Großes Ziel für mich. Reizt mich auf jeden Fall wieder mal in das Boot zu gehen und meine Hängemuskulatur noch mal zu testen. Hast du denn da eine Vorgeschichte im Laser? Ja, ich meine, ich habe ja viel Laser gesegelt, auch gegen Philipp Buhl, gegen Simon Grothüschen. Und letzte Laser-Weltmeisterschaft bin ich 11. geworden. Und ich freue mich nächstes Jahr drauf. Das ist mal ein tolles Event. Das wird ja gigantisch. Und was steht sonst noch an? Jetzt in diesem Jahr noch? Gleich in 2 Wochen bin ich in Hamburg, freue ich mich drauf. Meister der Meister, Yachtmeister der Meister. Und das ist auch immer ein super Event und ich freue mich auch tierisch darauf. Und gibt es da irgendwelche Ambitionen? Wir haben vor 3 Jahren haben wir gewonnen. Ja? Und ich glaube, dieses Jahr bin ich zusammen mit Fridtjof Kleen und Julian Ramm unterwegs. Wir werden unser Bestes geben. Mal gucken, wo wir am Ende rauskommen. Okay. Also, wir wünschen dir alles Gute. Lass es gut gehen. Danke.